Maschine ist da bei meinem Kollegen, sein Bernhard, aus dem Kleehof. Er ist verantwortlich für die Maschine, das Maschinenring, für das Fass. Und er wird jetzt auch den defekten Lauf reparieren. Aber zuerst muss da die Scheiße unter dem Waschen werden. Auch unsere Kartoffelroder eingestellt im Winter oder das ganze Jahr durch. Und er ist am Salzkartoffelroden mit seinem 2,11 Cent. Ja, mein Kollege, der Bernhard, hat da keine Zeit, den Schlauch zu wechseln. Er muss Kartoffeln roden. Darum habe ich das Fass da direkt in die Werkstatt gebracht. Obwohl. Ja, liebe YouTube. Wo steckt da die Bauhause? Ja? Im Wald. Am Hackholz zusammenführen. Nachdem es geregnet hat, kann ich heute nicht Boden bearbeiten und Gründüngung sein oder sowas machen. Darum habe ich mich entschlossen, diesen Donnerstag Nachmittag im Wald Holz zusammenzuführen. Es liegt da noch verschiedenes versteckt unter dem Grünzeug bereits. Das muss dringend auf den Holzhaufen. Im September will ich Holzschnitzel machen. Jawohl. Im Wald ist nass, beim Rausfahren, ja, war schon bald schwierig. Hier unten das Resultat der Winterarbeit. Aber ich habe nicht, natürlich nicht nur einen, aber mehrere Haufen Holz, die da gehackt werden müssen. Forstkran läuft mit Stundenzähler, gemietet wieder von einem Berufskollegen. Da unter mir präsent. Ich sitze da ziemlich hoch oben. Ne? Wie es so läuft, wenn man noch schnell was laden will im Wald, habe ich da den Öldruckschlauch weggerissen. Muss da repariert werden.
in der Werkstatt in Erfurt. Und da mache ich dann noch Reklame für Gewerbeausstellung Kirchberg. Was hier entsteht, ein Drehrestaurant. Gewerbeausstellung Kirchberg vom 9. bis circa, ja, 3 Tage dazu, September. Da werde ich auf jeden Fall auch eins trinken gehen. Wir haben die Gewerbeausstellung Kirchberg. 9. September, 11. 12. So, ich muss einmal schauen auf, auf dem Kalender. 9. bis 11. September ist die Gewerbeausstellung. Kommt doch auch. Ich empfehle das, wenn ich da das Drehrestaurant sehe, das sie da machen. Riesenaufwand.